Der weiße Hai hat einen kleinen Cousin, der zu den effizientesten Räubern der Meere zählt. Wenn du weißt, um wen es geht, dann schreib es jetzt in die Kommentare. Die Rede ist vom sogenannten Makohai. Heute kennen wir zwei Arten, den Kurzflossen-Mako und den Langflossen-Mako. Die zwei unterscheiden sich hauptsächlich in der Länge der Brustflossen, daher auch der Name. Über den Langflossen-Makohai ist relativ wenig bekannt, aber der Kurzflossen-Makohai ist der schnellste Hai der Weltmeere. Dieser kann nämlich Spitzengeschwindigkeiten von 80 km pro Stunde erreichen. Das ist ihm gestattet, da seine Haut von speziellen Schuppen überzogen ist, die so konstruiert sind, dass er schnell und wendig ist. Und glaubt mir, das braucht er auch, denn dieser Hai ernährt sich von Thunfischen und Schwertfischen, die zu den schnellsten Tieren der Welt zählen. So wie alle Haiarten sind Makohaie enorm wichtige Tiere der Meere und deswegen ist es umso bedauerlicher, dass dieses Tier stark bedroht ist. Wir Menschen haben also die Aufgabe und müssen genau hinschauen, was und wie wir die Meere behandeln. Denn sind die Haie erstmal weg, haben wir ein Riesenproblem.